Für Fürst Pückler Muskau musste ein Park wie eine Gemäldegalerie sein. Alle paar Schritte sollte ein neues Bild zu sehen sein. Aus seiner Idee ist in 200 Jahren an den Ufern der Neiße der Muskauer Park zu einem Gesamtkunstwerk aus Natur und Architektur gewachsen. Sie können bis zum Horizont blicken, sehen gestaltete, idealisierte Landschaft. Es gibt keine Barriere, keine Grenze, keine optische, akustische Beeinträchtigung. Das ist so dieser fundamentale, schöne, pücklersche Offensivgeist in der Landschaftsgestaltung, der heute der Anlage immer noch eingeschrieben ist. Und das macht großen Spaß, auch wenn wir jetzt nicht von den Kulturzentren der Republik unmittelbar umgeben sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg durchschnitt die Grenze zwischen Polen und Deutschland den Park. Vieles wurde zerstört. Seit der politischen Wende 1989 wird in deutsch-polnischer Zusammenarbeit alles zu alter Schönheit zurückgeführt. Die sogenannte Englische Brücke ist nach historischem Vorbild rekonstruiert. Seit 2011 verbindet auch sie wieder den polnischen und den deutschen Teil des Parks. Es gibt zwei zentrale Parkbrücken, die die beiden Parkhälften miteinander verweben. Das heißt, man braucht beide Brücken unbedingt, um diese pückler-typischen Rundwege, die er sich ausgedacht hat für den Muskauer Park, authentisch, auf authentischer Spur zu erleben. Fürst Pückler strukturierte den Park im Stil der englischen Gärten des frühen 19. Jahrhunderts. Großzügige Sichtachsen geben den Blick auf sorgsam platzierte Bauten frei. Das neue Schloss ist der zentrale Punkt des Parks. Der Neorenaissance-Bau wurde aufwendig restauriert. Hier informiert eine Dauerausstellung über Leben und Werk des Fürsten. Der vielseitig interessierte Kosmopolit liebte es zu beeindrucken. Aber immer wieder ging ihm das Geld für seine großen Pläne aus. Um seine Kasse wieder aufzufüllen, war er zu unkonventionellen Maßnahmen bereit. Alle Avancen, die er unternommen hat, wirtschaftlich zu reüssieren, zu Geld zu gelangen, sind in jungen Jahren eigentlich fehlgeschlagen. Das Einzige, was geklappt hat, ist, Luzi von Hardenberg zu heiraten, zu ehelichen, die eine stattliche Mitgift mit in die Ehe brachte. Und als diese Mitgift dann verbraucht war, hat er sich überlegt, nach England zu reisen. Und dort gab es legendär reiche Bräute und er hat versucht, sich eine sogenannte Surrogatfrau aufzutun, die dann mit ihrem Vermögen nach Muskau kommen sollte, dort mit Luzi eine wie auch immer geartete Ménage à trois eingehen sollte und dann konnte endlich mit diesem Geld weitergestaltet werden. Das gelang ihm aber nicht. Dennoch wurde aus dem Muskauer Park ein landschaftsarchitektonisches Meisterwerk, das heute jährlich von rund 300.000 Touristen besucht wird. Insgesamt umfasst das Areal mehr als 800 Hektar. Das entspricht 800 Fußballfeldern. Die können per Kutsche, im Boot auf der Neiße oder mit dem Rad erkundet werden. Führungen finden regelmäßig statt. Durch den gesamten Landschaftspark oder thematisch individuell zugeschnitten. Besucher erfahren, dass der Fürst für seinen Park die Neiße umgeleitet, ein ganzes Dorf umgesiedelt und 800.000 Bäume angepflanzt hat. Und dann hat er angeordnet, wo es weitergeht. Also welche Bäume wohin gepflanzt werden, wurden auch manchmal wieder rausgenommen, wenn es nicht gestimmt hat. Aber er hatte so den goldenen Schnitt vor allen Dingen immer im Park angewandt mit der Baumpflanzung. Ich denke, wir sind Nutznießer von den Visionen von dem Pückler. Denn so schön kann er es gar nicht erlebt haben, wie wir es jetzt hier erleben. Also es war ein ganz besonderer Reiz. Also super, also wir müssen unbedingt noch mal wiederkommen. Eindeutig. Die gemeinsamen Anstrengungen von Deutschland und Polen wurden 2004 mit der Aufnahme des Muskauer Parks in die Weltkulturerbeliste der UNESCO belohnt. Und das ist eigentlich das eigentliche Wunder an der Neiße, was sich abgespielt hat, den totgesagten Park, wie es in einem Gedicht so schön heißt, den wieder zu vereinigen, dass er heute in diesem zentralen Europa eine wichtige historische Kulturstätte ausmacht, ein binationales UNESCO-Weltkulturerbe. Der Muskauer Park gehört zu den wenigen staatenübergreifenden Welterbestätten.
und setzt ein Zeichen für das Gelingen von Verständigung und Kooperation im vereinten Europa.